Und sogar die Mülltonnen kann man aufmachen teilweise. Das wusste ich übrigens auch noch nicht. Das habe ich kürzlich erst in einem Video gesehen. In einem Video von der Redux-Variante. Da hat einer die Mülltonne aufgemacht. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Das ist auch so eine Sache. Und immer diese seltsamen Visionen. Mal nachladen. Und weiter geht's. Da müssen wir lang, aber hier gibt's noch ein geheimes Lager. Und wir ruhen uns mal kurz am warmen Feuer aus. Wechseln den Filter. Beruhigen uns kurz. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Menschen, die in dieser Welt diese Oberfläche durchqueren, in diesen warmen Zufluchtsorten, die sie sich hier errichten, nochmal richtig Kraft tanken und dann wieder in die unwirtliche Welt hinaus treten, die mal ihr Zuhause gewesen ist und die jetzt einfach nur noch feindselig ist und der Tod überall um die Ecke lauert. Wie die Dämonen da. Gerade das seltsame, wow, Fieder auf dem Dach gesehen. Und ihr habt gerade gesehen, wie tödlich die Luftdruckwaffe ist, wenn sie voll aufgepumpt ist. Echt keine schlechte Waffe. Die Scheißviecher haben mich gerade gesehen, obwohl ich mich extra weiter hinten gehalten habe. Das Licht der Taschenlampe wirkt hier draußen richtig warm, weil es alles so kalt und grau ist und unwirtlich und einfach. Da will man sich gleich ans Feuer setzen und einen kühl und einen heißen Kakao schlürfen. Dieses Symbol ist immer das Verstecksymbol der Ranger, glaube ich. Überall, wo diese Symbole sind, gibt es irgendwo ein Munitionslager oder ein Versteck. Aber hier ist nichts. Daher werden wir uns mal wieder entfernen. Und auf die Dämonen muss man aufpassen. Die können einen greifen und über die halbe Map tragen. In ihren Klauen. Ich weiß nur nie, auf was dieses Symbol hier hindeutet, weil hier direkt kenne ich kein Lager. Oder die meinen das, was jetzt hier gleich kommt im nächsten Haus. Ne, hier ist nichts drin. Und wir lassen mal die Taschenlampe geladen. Egal wie oft ich dieses Level spiele, es wird irgendwie nie langweilig. Die seltsamen Visionen häufen sich. Und jetzt macht man besser das Licht aus. Und lädt am besten alle Waffen nach. Weil jetzt wird's gefährlich. Zumindest wenn man schleichen will. Denn da draußen sind jede Menge von diesen haarigen Schleichern. Und ich zeige euch jetzt mal die Methode, wie man ohne Fadenkreuz einigermaßen effektiv mit Messern zielen kann. Man nimmt eine Waffe und legt Kimmer und Korn an. Zielt auf den Gegner und je nachdem wie weit er weg ist, zielt man ein bisschen höher. Und dann wählt man die Messer und wirft.
Und ich hab's ordentlich verkackt und die Aufmerksamkeit aller auf mich erregt. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, zu viele, zu viele. Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Medipack. Ich zeig euch immer, wie es nicht geht. Herrlich, nicht wahr? Immer noch ein kleines Munitionsversteck. Aber es ist sehr schwierig, alle da draußen umzubringen, ohne dass die merken, dass man hier drin ist. Die sind da recht schnell im Schalten, muss ich sagen. Die kennen sich aus in ihrem Zuhause. Ah, der Revolver hat es gerichtet, denn die Munition war hier alle. Und die Nachladeanimation, das Nachladen der Bastardpistole dauert so lange. Da ist man ganz schnell Futter der Mutanten. Da ist noch einer. Ich hatte mich schon gewundert, weil irgendwie war mir so, als ob einer fehlen würde. Und hier ist noch Munition versteckt. Ich liebe es einfach, wenn man hier sucht. Überall was finden kann. Verstecke, Secrets. Ihr wisst ja, wie sehr ich auf sowas stehe. So, jetzt gehen wir aber mal hier raus. Und die Viecher standen hier überall. Also man hätte hier gar nicht rausgekonnt, ohne dass die einen sehen. Und da scheint jemand sich auch gerade gegen Mutanten zu wehren, wenn das nicht Bourbon ist. Hoffentlich schafft das. So ganz ohne uns. Sagt denn unsere Uhr? Die Uhr zeigt übrigens auch die Zeit an, wie lange der aktuelle Filter hält. Ihr seht da, ihr seht diesen roten, gelben und grünen Bereich und da ist ein roter Zeiger, der ist gerade zwischen gelb und rot. Der sagt, wir haben noch etwa 5 Minuten, bevor wir den Filter wechseln müssen. Darum muss man sich eigentlich keine Gedanken machen, denn Archie macht das auch ganz von allein. Und wenn man richtig sparen will, sollte man den Filter auch nicht manuell wechseln, sondern Archie das machen lassen, damit jeder Filter bis so weit genutzt wird, wie er noch etwas bringt, sag ich mal, bevor man ihn wegschmeißt. Wenn man ihn wechselt, dann wird er automatisch weggeschmissen. Und irgendwo war hier noch was. Außer das radioaktive Wasser hier unten. Ah ja, genau da. Und der Geigerzähler schlägt aus. Denn das Wasser hier ist wirklich sehr, sehr, sehr radioaktiv. Sollte man nicht reinfallen, man stirbt nicht sofort, aber man nimmt sofort heftigen Schaden. Ich liebe die tote Stadt. Oh, hier ist eine Maske, die hat eine bessere Verfassung als unsere. Sieht zwar schon leicht angeknackst aus, ebenfalls, aber Archim nimmt die wirklich nur, wenn die eine leicht bessere Verfassung hat oder eine bessere Verfassung als unsere. Und da können wir uns auf ihn verlassen. Hier liegen noch ein paar Sticky Grenades, die werde ich gleich mal wohlig ausrüsten. Es gibt gleich eine schöne Stelle, wo man die benutzen kann. Das sind Granaten, die haben Nägel drin oder sowas. Wenn man die auf einen Feind wirft, heften die sich an ihm und egal wohin er rennt, er wird explodieren. Und da gibt es gleich eine schöne Stelle hier, wie ich rausgefunden habe. Denn da ist ein Dämon. Gehören zu den stärksten Gegnern des Spiels. Lassen sich eigentlich sehr, sehr schwer nur töten. Also auf Ranger Hardcore geht es. Aber grundsätzlich sehr, sehr schwer. Ah, verdammt, er ist weggeflogen. Das wäre nämlich eine Möglichkeit gewesen, ihn leicht und schnell zu töten. Was sind das für Viecher?
Habt ihr das gesehen? Sieht so ein bisschen aus wie Slenderman, muss ich zugeben. Und hier ist noch ein Versteck. Es ist Wahnsinn, wie viele Verstecke dieses Spiel hat. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Level oder diese Level, die wie dieses sind, hier so liebe, weil man spielt in der Stadt. Die Entwickler haben es auch wirklich gemacht, dass es entsprechend viel zu entdecken gibt. Wie radioaktive Zonen, in denen man nicht zu lange sein sollte. Abgesehen davon, dass ja alles so ein bisschen verstrahlt ist. Wow. Haust du ab, Alter. Seht ihr, wie uns das Vieh schon an den Rand des Todes bringt, wenn es nur mal vorbei rauscht? Ich wusste gar nicht, dass sie auch krabbeln können. Alter! Hau ab! Okay, ich sollte verschwinden von hier. Das Vieh scheint jetzt langsam aggressiv geworden zu sein und ich habe keine Munition mehr für den Revolver. Und hier ist eine Stolperfalle. Man sollte verdammt aufpassen. Man kann die aber entschärfen und wenn man keine Granaten hat, kann man die Granaten sogar mitnehmen. Man sieht diese Fallen aber auch nur, wenn man die Taschenlampe direkt da drauf richtet. Und ich zeige euch mal, was man jetzt bei diesen Fallen hier machen kann. Man kann sie nämlich auch auslösen und ganz, ganz schnell die Beine in die Hand nehmen. Meine Taschenlampe hat gerade geflackert. Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel passiert. Und dann kann man auch einfach drüber hüpfen. Man kann aber auch direkt über die Seile hüpfen. Wie hier zum Beispiel. Und dann die Fallen entschärfen. Das hier ist wirklich ein Lager der Ranger. Eines speziellen Rangers, den wir sogar kennen. Red, I took the heavy gear with me and went north to exhibition. They're having huge problems with our old friends. If I'm not back in a couple of days, gather our men and tell the colonel. Good luck. Das war Hunter, meine Freunde. Der muss also hier gewesen sein, ich glaube, bevor er am Anfang zu uns gekommen ist. Und hier liegt nochmal die Shotgun. Nee, ich will keine Musik anmachen, danke. Aber die Shotgun werden wir jetzt auch wieder hier liegen lassen. Die lautlose Waffe wird uns erstmal nützlicher sein. Und das war's hier, glaube ich, auch. Kann sein, dass ich jetzt hier noch irgendwas liegen lasse. Aber das ist nicht so schlimm. Denn ich werde jetzt gleich einen kurzen Cut machen und diese Aufnahmesession beenden. Artyom, bitte darüber. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Das Level ist noch nicht vorbei. Aber dieser Abschnitt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033. Ich denke, mittlerweile werden die Neulinge unter euch eine gute Idee haben davon, was für eine Atmosphäre dieses Spiel bietet und warum ich es vielleicht so sehr mag. Und ja, wo diese Atmosphäre und das alles herkommt, gibt es noch jede Menge mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer Let's Play Chris. Bis zum nächsten Mal in der Totenstadt.